Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Leute, mal wieder ein Haus mit Pool, zu dem ich eingeladen bin, und mal wieder eine Klimmzugstange. Glaubt ihr, das ist Zufall, Leute? Ich glaube nicht, und deswegen werde ich hier gleich mal ein kleines Set machen und mich hier schön weiter formieren. Ja, ihr informiert euch, ich bringe mich in Form und vorher natürlich noch was trinken. Viel genommen. Ja, ein bisschen viel. Ich habe ein bisschen viel gegeben. Hat er sich verdient, guck mal, was er macht. Okay. Wow. Ein Lachen. So, mal wieder ein kleiner Zwischenstopp, vegetarisch, vegan, und wir schauen mal rein, was hier so gibt. Ist ja immerhin wunderbare Aussicht, schönes Wetter, da kann man sich hier mal niederlassen und die heimische Küche probieren. Ah, Salat gibt's, ja, da werden wir auf jeden Fall was Rohveganes für mich finden und für meinen Schatzi natürlich auch. Und schauen wir mal, ha? Alles klar? So, und mal wieder habe ich hier was Sensationelles entdeckt. Wer kennt diese Pflanze? Es ist die Flower of Change. Diese Pflanze schmeckt nicht nur lecker, sondern gilt in Indien und im asiatischen Raum generell als eine Pflanze, die eine Weisheit verkörpert und ja, die richtig Wandlung ins Leben bringt. Also super hier. Ja, ansonsten auch ein sehr schöner Laden. Nach dem Strand kann man sich hier ein bisschen erholen und mit einem schönen Ausblick. Naja, nicht ganz so schön. So, schauen wir mal, was es für mich hier heute gibt. Und zwar einen Salat für meine Frau, Kartoffeln. Und schauen wir mal, was uns satt macht. Der kleine Standausflug ist vorbei. Der kleine Nörgelfritz hier will ins Bett. Die kleine Zecke will ein bisschen saugen wieder. Und ich habe noch zwei super Informationen für euch. Erstens, keine Sonnencreme benutzen. Sonnencreme führt dazu, dass die Meeresbewohner aussterben. Ja, hört sich dramatisch an, ist leider so. Sonnencreme hilft auch nichts gegen Sonnen, nichts gegen Sonnenbrand, sondern im Gegenteil. Die schädliche Strahlung wird durchgelassen. Und das, was herausgefiltert wird, ist genau das, was wir brauchen, nämlich die UVB-Strahlung. Also Leute, versucht weiterhin euch gesund zu ernähren, euch mehr in die Sonne zu legen und genau solche kleinen Kurztrips zu machen, wie ich das die ganze Zeit vormache, Leute. Nehmt euch die Zeit, eine Woche mal weg. Glaubt mir, es ist ganz, ganz wichtig fürs Gemüt, auch für die Menschlichkeit. Denn wenn ein Mensch an anderen Orten sieht, dann entwickelt man mehr Mitgefühl für sie. Und dann ist einem nicht scheißegal, wie es den Leuten am anderen Ende der Welt geht, weil man sieht diese Leute spätestens, wenn man im Urlaub ist, wieder. Und dann fragen die einen, ey, wieso habt ihr so viel Fleisch gegessen? Wir haben jetzt kein Getreide mehr. Oder
Wieso habt ihr denn so viel Plastik hierher gebracht? Oder wieso ist denn hier so ein Müllberg? Ja, und das führt ein bisschen in die Selbstverantwortung. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, der kleine Kurzaustrip hat euch gefallen. Wir halten euch auf den Lauf. So, Leute, nicht zu vorschnell Tschüss sagen. Ich wollte euch erstmal zeigen, was ich auf die Reise mitnehme. Hier habe ich Löwenzahn abgefüllt. Das werde ich auf jeden Fall noch bis zur Kontrolle wegpumpen. Löwenzahnpulver, ganz wichtig, Leute. Löwenzahn ist so tief verwurzelt, dass es sogar auch die tiefsten Probleme im menschlichen Körper rausholen kann. Hier habe ich natürlich meinen Buchweizen getrocknet und eingepackt, ein paar Datteln dazu, Mandelmus und hier für den Flug wunderbar in Plastik natürlich, Plastik klasse, weil das dürfen wir mitnehmen, habe ich uns einen Salat gemacht, meiner Frau und mir, Avocado etc. Bio-Bananen nehmen wir auch noch mit und dann sind wir gut versorgt, denke ich mal, für die Reise, oder? Das wird bis Frankfurt reichen. Wir sehen uns nochmal zum Abschiedskommentar und bis gleich natürlich, mein Messer nicht vergessen. Es ist Zeit aufzubrechen und euch mal zu zeigen, was meine Frau so an Superfoods nimmt, denn ich rede immer von Superfoods, aber was nimmst du denn heute, Schatz? Also ich nehme wie immer, täglich Chlorella. Genau, das sind die kleinen Grünen, die ihr hier drin seht. Das ist natürlich Algomet. Grün. Ja, die sind wichtig für die Entgiftung während des Fluges und allgemein täglich. Und dann haben wir hier einmal Moringa, was ich auch täglich nehme, 10 Presslinge. Genau, und hier haben wir ja gehört, sollte man wirklich ruhig überdosieren, also 10 bis 20 Stück. Ist auch besonders gut, gibt es eine neue Studie für die Brustmilchqualität. Ja, soll die um 30% verbessern, richtig? Genau. Und was hast du da noch drin? Das ist ein jodartiges, wie heißt das nochmal? Ascophyllum nodosum. Ascophyllum nodosum, und das ist halt gut zum Entgiften, in dem Sinne, also sich sozusagen vor den Strahlungen während des Fluges zu schützen. Richtig. Und ja. Genau. Und dadurch, wenn ich das ja aufnehme, nimmt es der Kleine halt auch. Sehr gut. Dann zeig uns mal, wie du das nimmst, weil du bist ja mittlerweile auch ziemlich schmerzfrei. Ich schenke dir mal hier ein Glas Wasser ein. Ja, ist ein bisschen blöd gesprungen, ne? Und da habe ich dir noch was zurechtgestellt. Und zwar Aronia. Nimm erstmal das, genau. Wir fangen erstmal damit an. Fangen erstmal klein an. Du nimmst ja morgens, wenn wir zu Hause sind, auch noch Vitamin C und OPC auch manchmal, oder? Ja, OPC nehme ich jeden Tag eine. Richtig. Und jetzt haben wir das OPC-reichste Lebensmittel, das es überhaupt gibt, die Aronia-Beere hier. Ja, wir glauben, Frauen haben viele OPC, aber die Aronia-Beere ist die Beere mit dem höchsten OPC-Gehalt. Sehr schön. Wie viel hast du jetzt genommen? Na, trink erstmal. Der Kleine freut sich auch schon. Drei. Du machst es immer Stückchen für Stückchen. Und das Ascophyllum nodosum, sagst du, schmeckt dir auch, gell? Das schmeckt so ein bisschen nach Meer. Mhm. Sehr gut. Kann man auf jeden Fall essen. Mhm. Und merkst du was, seitdem du die Superfoods nimmst? Oder ist es einfach so, dass man... Ich sag ja immer nein, aber du sagst ja immer ja. Richtig, weil no news are good news, sage ich in dem Zusammenhang immer. Okay. Und zwar ist es so, sehr gut, dass wenn es uns einfach nur gut geht und wir werden nicht krank und alles läuft gut, wir haben keine Schmerzen, keine Rückenprobleme, denken wir, es passiert doch gar nichts. Dabei ist es so... Alle anderen werden krank, haben irgendwelche Probleme, Brüche oder Infektionen und wir bleiben einfach gesund und denken, das passiert doch gar nichts durch die Superfoods. Aber genau das sollen wir ja, das soll es ja sein, dass wir nichts merken, dass es uns einfach nur ständig gut geht, wir aufstehen, uns frisch sind und uns gut fühlen. So, hier habe ich nochmal Vitamin C plus OPC, auch ganz wichtig natürlich für den Flug, weil es eine extrem hohe Bindungskraft für freie Radikale hat, deswegen darfst du das auch gerade noch nehmen. Und natürlich mit Aronia-Bärensaft. Und da hast du ein super Programm. Und Leute, das findet ihr alles hier im Onlineshop unter dem Video verlinkt. Schützt euch, Leute. Schützt eure Familie. Teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Und ihr werdet sehen, eure Lebensqualität nimmt einfach zu. Natürlich nicht bei einmal nehmen, sondern musst es wirklich kontinuierlich nehmen. Danke, Schatz, für diese kleine Demonstration hier. Deiner Superfood-Einnahme. Und einen kleinen Kuss. Und wir danken euch zusammen, dass ihr uns hier beim Urlaub begleitet habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was zum Thema Babynahrung und zum Thema unserer Ernährungsweise ein bisschen weiterhelfen. Und hast du noch ein abschließendes Wort? Ein bisschen groß, die Vitamin C, gell? Hast du noch ein abschließendes Wort für die Leute für das Thema Babynahrung, was sie da beachten sollen oder was sie... Ich glaube, doch, mal machen wir noch ein Video. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne nochmal mit David schreiben. Sehr gut. Viel zu dunkel, ne?